Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja am Dienstag schon gesagt, dass nochmal ein kleiner Haul kommen wird und zwar von Craftelia. Ich habe da nochmal bestellt und zwar hatte ich mir ja Ende letzten Jahres das Designpapier von dem Wizard Adventure und von Once Open a Time gekauft. Und ja, das eine ist natürlich sehr Harry Potter und das andere ist Die Schöne und das Biest. Und ich liebe beides sehr. Ich bin ein absoluter Disney-Fan wie auch Harry Potter-Fan und möchte aber unbedingt ein Junk Journal davon basteln. Aber ich habe so ein Problem mit Sachen zu benutzen, die ich nicht nochmal habe, wenn ich sie so toll finde. Und deswegen musste ich mir diese Die-Cut-Sets nochmal bestellen, damit ich sie jetzt auch verwende, weil dann habe ich sie ja nochmal, weil es könnte ja passieren, dass man das irgendwann nicht mehr kriegt und dann stehe ich nämlich da. Genau, geplant sind nämlich zwei verschiedene Junk Journals und deswegen musste ich das nochmal nachkaufen. Ich hatte euch die ja schon mal gezeigt. Da sind eben verschiedene Stanzteile drin, die man dann eben super noch zur Dekoration nutzen kann. Genauso wie auch hier. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und damit ich dann auch ein Papierset in diesen Journals verwenden kann, habe ich mir natürlich noch einmal das Papierset in klein hier bestellt. Das ist eben das 15x15. Das reicht mir auch total. Ich möchte das eher zum Dekorieren nutzen und nicht hauptsächlich nur aus den Papieren basteln, sondern einfach nochmal so als kleines Extra mit drinne verwenden. Und es sind einfach so wunderschöne Designs. Und ja, das habe ich jetzt eben doppelt und kann dann somit auch endlich anfangen zu basteln. Das gleiche Spiel auch hier mit dem Papier. Das habe ich ja schon einmal, habe es mir jetzt nochmal bestellt, damit ich es jetzt eben auch wirklich verwenden kann. Und ja, ich bin da immer so, ich streiche Papier eben auch ganz gerne, gerade wenn es mir besonders gut gefällt. Deswegen muss ich es immer doppelt kaufen, sonst werde ich es nie nutzen. Hier, die finde ich auch total cool, diese ganzen Rahmen, die man da verwenden kann. Und ja, jetzt habe ich es doppelt, beides und kann endlich anfangen, mein Junk Journal zu basteln. Das wird es auch bestimmt als Craft Update denn hier zu sehen geben, wie auch die anderen, die ich bisher immer gebastelt habe. Dann habe ich mir was bestellt, was ich schon ganz, ganz lange haben wollte. Und zwar ein Siegel. Da habe ich jetzt so ein Blatt, weil Blätter und Pflanzen nutze ich super viel in meinen Junk Journals. Und ich dachte, ich passe das sehr gut. Ich habe es auch schon einmal ausprobiert. Das klappt voll gut. Ich kann euch das mal zeigen. Ein kleiner Sneak Peek auf das fertige Journal. Das ist ein Journal, was gerade fertig geworden ist. Und die das nachher kauft, hat dann auch einen dieser Siegel damit drin. Und das ist voll cool. Ich finde das, also ich bin total begeistert. Ich hatte immer keins und wollte immer so gerne. Und jetzt habe ich es endlich mal gekauft und finde es mega. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, benutzt ihr Siegel und wie zufrieden seid ihr damit? Also das ist jetzt so ein Starter-Ding, ne? Da war dann, das musste man hier irgendwie einzeln kaufen, beides. Und dann war da ein so ein Paket mit so vier Wachsdingern bei. Da werde ich mir aber definitiv nochmal ein bisschen Auswahl an Farben bestellen. Dann habe ich mir seit langem mal wieder einen Stempel gekauft, aber auch eben in Bezug auf die Junk Journals. Das ist eben sehr Vintage-lastig. Also es ist wirklich, das kann man eben ganz toll verwenden. Und ich mag das, wenn man so verschiedene große Motive bei diesen Texten hat. Hier haben wir eben das Blumen, das passt jetzt zu dem jeweiligen, das jetzige Junk Journal, was ich gerade bastel, da passt das eben sehr zu. Das ist eben sehr Mädchen, blumig und da würde das ganz toll passen. Das hier kann man natürlich auch super bei so nicht themenbezogenen Journals benutzen und hier natürlich so für die Natur und all sowas. Ja, ich mag die gerne, ich habe da schon einige von, so ähnliche, aber noch nicht den gehabt, deswegen musste der jetzt mit. Und der ist sehr groß. Damit hatte ich nicht gerechnet. Man könnte ja auch einfach mal die Artikelbeschreibung lesen, aber das mache ich irgendwie so wirklich nie. Ihr seht, es ist meine Hand. Der ist so groß wie meine Hand. Ja, ich finde ihn mega, also gar keine Frage, aber er ist sehr, sehr riesig. Ich bin gespannt, wie der abgestempelt aussieht. Ich habe die beiden noch nicht probiert, aber das kann ich jetzt ja immer. Ich warte ja immer, bis ich das Video aufgenommen habe, damit ich die Sachen dann benutze. Und dann dachte ich, weil ich habe noch so zwei, drei Handarbeitsjournals in Überlegung. Und da wollte ich gerne so eine kleine Garnrolle haben, die man dann eben so ein bisschen mit ein bisschen Garn umwickeln kann und dann auch damit rein und so. Und deswegen habe ich mir so eine kleine Stanze hier mit bestellt. Auch die Links kann ich euch alle in die Infobox setzen. Da braucht ihr dann nicht lange suchen. Und dann habe ich hier so ein Ephemera-Ticket-Paket. Ich hätte super gerne so eine Stanze, wo ich so drei, vier Tickets an einem ausstanzen kann. Wenn irgendjemand eine hat und weiß, wo er sie her hat, darf er dann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe bisher noch nichts gefunden.
Und ich hätte so, so gerne eine. Ich finde Tickets so, so cool. Genau, da sind dann verschiedene Themen wieder. Das ist immer sehr Mädchen, sehr floral und so. Das finde ich ja total cool. Stehe ich absolut drauf. Und deswegen musste ich sie mal mitbestellen. Die waren jetzt auch nicht so günstig. Ich glaube 3, 4 Euro. Also es ist schon eine Menge Geld. Aber ich wollte sie einfach einmal haben. Und dann habe ich noch ein bisschen was von Stamperia. Stamperia hat ja unfassbar schönes Papier. Ich selber habe auch schon jede Menge Papier von Stamperia und das ist so unfassbar schön. Und das ist auch wieder so Papier, das würde ich am liebsten nur streicheln, bloß nie verwenden. Und genau, das ist jetzt so ein Set mit so Karten und Text und so. Fand ich irgendwie ganz witzig. Kann man eben super, so wie es ist, direkt in ein Journal mit einbinden. Und auch hier nochmal so eine kleine Karte. Also total schick, wie ich finde. Und beides natürlich doppelseitig bedruckt. Finde ich immer ganz cool. Da haben wir dann hier eben auch noch die Tags. Finde ich ganz witzig. Und so zwei kleine, die wir noch mit einem Brett irgendwo anbringen könnten. Einmal dieses große. Und dann haben wir noch diese hier. Und ich finde sie alle wunderschön. Das sind wieder so Sachen, ich mag sie nicht benutzen, weil ich sie so schön finde. Habt ihr da auch so einen Spleen zu bei Sachen, die ihr einfach so schön findet, dass ihr sie nicht verwenden könnt? Das dürft ihr mir nämlich gerne mal in die Kommentare schreiben, dann fühle ich mich nicht so alleine damit. Genau, und dann habe ich mir noch aus der gleichen Kollektion, Rose Parfüm heißt die, das 15,2 x 15,2 Papierset bestellt, also das 6x6 Inch. First Edition 2022, also wahrscheinlich die erste Edition letztes Jahr. Und ja, es ist einfach so, so schön. Ich finde diese großen Papiere, die 30x30er, auch so wunderschön. Ich bin aber immer ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wohin damit. Wo setze ich das ein? Aber ja, die sind einfach toll. Hier haben wir verschiedene Tags, die oder Kärtchen, die wir uns eben noch ausschneiden könnten. Finde ich immer ganz cool. Und ja, einfach traumhaft schönes Papier. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Das hier fand ich auch total cool für so ein Albumcover, ne? Dass man das sich dann noch vielleicht noch ein bisschen zurechtschneidet und das dann auf so ein Albumcover setzt. Das sieht bestimmt auch mega cool aus. Hier haben wir verschiedene Parfümfläschchen. Und ja, das finde ich auch immer ganz cool, wenn man so Kleinteile noch dabei hat, die man dann nochmal zusätzlich verwenden kann. Beziehungsweise, dass man eben die Rückseite und die Vorderseite eines Blockes mit bedruckt. Und wenn es nur so eine kleinen Sachen sind, die man abends irgendwie mal so zwischendurch mal ausschneidet, aber man verwendet es noch, bevor es irgendwie im Müll landet oder so. Das finde ich total cool. Das macht ja Mintel, meine ich, macht das auch. Und ich finde das total genial, weil man es eben dann nicht wegschmeißen muss, sondern auch wirklich weiterverwenden kann. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten. Ich habe mir nochmal diese Kärtchen, die wir hier gerade in klein hatten, die Madame hier, in groß mitbestellt, zweimal. Und ja, ich finde sie traumhaft. Also ich könnte mir die ganze Kollektion durchweg kaufen, ne? Ob das die Stempel, ich glaube, es gibt Stempel, aber Schablonen, meine ich, gibt es. Und dann gibt es ja noch das große Papierset und dann gibt es ja meist auch noch Die-Cuts. Also bei diesen Kollektionen ist ja immer unfassbar viel bei. Aber Stamperia ist eben auch nicht ganz günstig. Da muss man halt immer schon ein bisschen gucken. Da bezahlt man ja doch ganz gerne mal ein bisschen mehr Geld. Und dann sind es ja meistens auch immer nur so 10, 15 Bögen. Meistens ja sogar nur 10 doppelseitig bedruckte Bögen. Das ist natürlich dann immer schon so eine Frage, ob man das gerne ausgeben möchte. Und zu guter Letzt habe ich mir diesen Bogen hier noch bestellt. Ich habe leider nicht drauf geguckt. Ich habe ihn mir nur einmal bestellt. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Ja, ganz, ganz toll, wie ich finde. Und hier diese Ränder, ne, die könnte man natürlich auch noch super weiter verwenden. Oder hier oben diese kleinen Stücke. Ich probiere ja wirklich immer, so weit es geht, einen ganzen 30x30 Bogen bis auf den letzten Rest, bis es nicht mehr geht, zu verwenden. Weil wenn man einen so einen Bogen kauft, die kosten dann ja auch schon mal 1, 2 Euro. Also wenn man das so überlegt, ist das schon echt eine Menge Geld. Deswegen kaufe ich mir sowas auch immer nur wirklich zwischendurch sehr selten und probiere erstmal meine ganzen Papiervorräte irgendwie zu verbasteln und bin jetzt aber so, so froh, dass ich so wunderschönes Papier habe, was ich jetzt hoffentlich ganz bald dann auch in den Journals weiter verbasteln kann. Die Journals werde ich euch bestimmt nächste Woche dann mal zeigen.
Die, die mir länger folgen, wissen ja, ich bastel immer mal Journals und ich kann sie einfach alle nicht selber behalten, deswegen verkaufe ich sie. Und da könnt ihr sonst gerne in meine Infobox gucken, da findet ihr dann auch noch ein paar Links dazu. Und ja, jetzt dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt ja immer irgendwie so eine Sache, die ich gerne mal wissen würde. Was ist eure absolute Lieblingsmarke von Papierherstellern? Das würde mich ja mal interessieren. Also bei mir ist es wirklich Stamperia, durchweg immer tolle Kollektion, wirklich wunderschön. Aber es gibt ja so viele andere auch noch. Mintel, P13, Papers for You, es gibt so viele. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Genau. Denkt dran, ich setze euch alles in die Infobox, alles verlinkt. Werbung habe ich eingeblendet, weil Werbung, weil ich euch die Sachen zeige. Ich habe es aber selber bezahlt. Und ja, kann jetzt einfach nur sagen, danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Denkt dran, bleibt immer schön gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben.